Hallihallo, Hallöchen allerseits und willkommen zu einem neuen Unboxing bei mir auf meinem Kanal. Ich habe nämlich gerade einen Controller gekriegt, da wäre ganz kurz gezeigt und ich benutze den schon länger. Das hier ist mein alter und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon einen neuen kriege, dann mache ich doch gleich noch ein Unboxing dazu, weil er ist für seinen Preis eigentlich ein echt guter Controller. Und deswegen gibt es dieses Video hier. So, kleine Anmerkung zur Kamera. Ich habe die jetzt quasi auf dem Kopf. Also die steht so. Moment, wie soll ich es zeigen? Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, sie steht Kopf. Das heißt, ich muss alles von mir weg zeigen. So rum. Und spiegelverkehrt. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Gut. Dann geht die Kamera jetzt runter. So. Das Gestänge wollen wir nicht sehen, deswegen muss ich ein bisschen ranzoomen. So. So. Ich habe hier noch die alte Verpackung des alten Controllers. Und wir sehen hier schon direkt, es gibt Unterschiede in der Größe. Also die neue Verpackung ist deutlich kleiner. Wir haben andere Beschriftungen, aber es müsste eigentlich beides der GTX 540 sein. Okay, fast. Hier steht noch 540 drauf, hier nicht mehr. Aber wenn ich mir das so angucke, ist es mehr oder weniger das gleiche Modell. Wenn wir ihn auspacken, werden wir es sehen. Aber ich habe eigentlich ganz klar nach dem GTX 540 gesucht, das muss man sagen. Gut, wir sehen hier auch auf der Seite Unterschiede. Hier steht nur Wild Gamepad, hier steht Jula, also er hat im Prinzip, da hier steht GTX 540. Also es ist dasselbe Modell, er hat jetzt einfach inzwischen noch einen Namen gekriegt. Hier sehen wir es, 540, 540 müsste also mehr oder weniger identisch sein, außer vielleicht der Schriftzug hier drauf, da. Rückseite, die ist tatsächlich nahezu identisch geblieben, zumindest hier der untere Teil, das Bild, ein bisschen detaillierter, aber wird es kleiner. Hier ist mehr oder weniger das gleiche, also ja. Diese Seite hier sieht auch ein bisschen anders aus. Unterseite. Es ist tatsächlich einfach alles etwas kleiner geworden. Nicht nur die Verpackung, sondern auch die Schrift. Gut. Dann alte Verpackung weg. Und wir machen die neue auf. Ich habe hier vor einiger Zeit mal was Schönes gekauft. Ja, ihr seht, ne, es ist eine 50 cm lange Klinge. Hab damit vorhin gerade die Außenverpackung, also den Karton, zerlegt. Mit zwei Hieben. Ich kann halt in der Wohnung nicht richtig ausholen. Ist zwar vielleicht ein bisschen groß für sowas, aber wie wir sehen, es funktioniert. Licht, komm du mal ein bisschen näher. Ups. Ah, Mann. Ich muss da hier noch ein bisschen überlegen, wie ich das mit dem Licht machen muss. Oder will, wie auch immer. So. Gut. Dann. Okay, hier muss man jetzt sagen, ist es etwas schwächer, weil der alte, der hat hier so eine Box, die man rauszieht. Und der hat jetzt hier so die Schlaufe. So. Und dann das hier so oben, dann müsste das so rauskommen. So. Ja, also die Verpackung ist tatsächlich etwas minimalistisch gehalten inzwischen. Da ist nichts mehr drin. Das finde ich fast so ein bisschen schade. Papierkram. Obligatorischer. Und dann haben wir hier den Controller.
eine Aussparung, damit das Kabel durchpasst. Ja, und das hier brauchen wir eigentlich nicht behalten. So, und hier haben wir den Controller. Und jetzt hier nochmal zum Vergleich die alte Verpackung. Die behält man dann auch gerne. Da kann man dann auch wirklich... Ne? Also die alte Verpackung ist definitiv schöner. Klar, größer, aber sie ist schöner und ist halt auch entsprechend etwas, das man vielleicht auch gerne etwas behalten würde. Es soll ja Leute geben, die sammeln sowas. Ich zum Beispiel. Wenn es gut aussieht und so weiter. Aber das hier, das kann ich im Eimer. So. Dann haben wir hier den Controller. Und ja, wir sehen hier direkt, hier ist der alte. Hier oben, die Schrift ist anders. Hier war das Trust-Logo und hier die Typenbezeichnung. Jetzt haben wir hier nur noch das Logo, keine Typenbezeichnung mehr drauf. Aber ansonsten ist er wirklich... Der Aufkleber ist auch ein bisschen anders, aber ansonsten ist er wirklich gleich. Da sieht man die gleichen Funktionen, die gleichen Trigger. Heißt also eigentlich wirklich nur Aufkleber und Labels wurden verändert. Ansonsten ist der identisch zum alten. Gut. Zum Grund, warum ich mir überhaupt einen neuen gekauft habe. Mein alter PC, also mein PC vor dem Umbau, hatte ja Spannungsprobleme. Und beim Controller dachte ich, dass die Probleme beim Controller liegen. Dass zum Beispiel hier das Stick mal nicht so wollte, wie er sollte. Dann habe ich dann öfter mal, wenn er nicht wollte, vor allem links, tak, 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 so rangeschlagen. Ja, er funktioniert zwar noch, aber wenn ich linksrum den Winkel habe und den Winkel hier, dann passiert es gerne, dass er nicht reagiert. Das heißt, wenn man bei GTA jetzt fährt, ne, wir wissen ja, hier gibt man Gas, hier lenkt man und dann will man eine Linkskurve machen, da fährt man einfach weiter geradeaus. Was nicht unbedingt so toll ist. Und deswegen habe ich mir jetzt einen neuen gekauft. Da ich ein Freund dessen bin, wieder das zu kaufen, was ich schon kenne und nicht irgendwas Neues. Zumindest vor allem, wenn ich jetzt nicht viel Geld habe. Wurde es natürlich das gleiche Modell, weil den kenne ich schon. Der funktioniert gut. Hält eigentlich auch gut. Schwachstelle ist so ein bisschen hier die Knöpfe. Allerdings habe ich inzwischen auch herausgefunden, weil der Druckpunkt hier ist. Ist es besser, wenn man auch innen drückt und nicht außen. Das ist schon mal etwas, was ihr euch merken könnt, weil wenn ihr euch den auch zulegen wollt, merkt euch eher innen zu drücken hier und nicht außen. Ja, und was natürlich ein ganz klarer Kaufgrund für diesen Controller ist, er kostet gerade mal 30 Franken. Das heißt, in Deutschland wird man den wahrscheinlich für 25 Euro kriegen. 20 bis 25, mehr wird er in Deutschland wahrscheinlich nicht kosten. Und das heißt natürlich, er ist... ein sehr günstiger Controller und für PC- und PlayStation-Spieler, die das PlayStation-Layout mögen, ist er eigentlich schon fast eine Ausnahme, weil heutzutage kriegst du für den PC nur noch Xbox-Layout. Ich hatte noch nie eine Xbox in der Hand. Ich habe noch nie mit einem asymmetrischen Xbox-Controller gespielt. Und deswegen werde ich mir keinen asymmetrischen Xbox-Controller kaufen als Hauptding. Wenn ich jetzt einen als zweites kaufen könnte, wenn ich einen günstig kriegen würde, einfach zum Ausprobieren. Okay, obwohl, doch, hier habe ich natürlich das Asymmetrische. Aber wie oft spiele ich Pokémon und wie actiongeladen ist Pokémon? Ich spiele hier nur Pokémon, also, ne? Auch im Handy.
Wo ist der zweite? Auch der von meinem Handy ist ein symmetrischer. Na, ihr seht's. Ich bin ein Freund von symmetrisch. Ich kenn's nur so und deswegen symmetrische Controller, was man am PC relativ selten findet tatsächlich. Gut, kommen wir zur Verarbeitung. Ich hoffe, man hört es. Also falls man es gehört hat, ich hoffe, man hat es gehört, sonst wird das gleich peinlich. Habt ihr jetzt die Druckpunkte gehört, wie griffig die Knöpfe sind? Also da wackelt nichts. Ihr seht es jetzt auch hier wahrscheinlich. Die sind stabil drin, nicht wobbelig. Auch die hier haben eine gute Griffigkeit. Hier haben wir einen guten Zug, zwar kein Stufen. Zug, aber er hält gut und ja, es ist kein wie nennt man es, hart, keine Ahnung, es gibt ja welche, die haben wirklich eine harte Stufe, die man merkt, die schwerer werden. Der hier hat das nicht, aber im System ist er Stufen getrieben, also das heißt, wenn ich ihn nur so durchdrücke, dann fahre ich in GTA 80, wenn ich so drücke, dann fahre ich Bleifuß, also ne. Das ist halt auch etwas, was mir wichtig ist. Deswegen fahre ich in Videospielen mit Controller. Und zwar in jedem Spiel. GTA, ich steige aus. Ich gehe auf die Tastatur, Maus. Ich steige in ein Auto ein, in Hubschrauber, whatever. Ich gehe zum Controller. Star Citizen, ich fliege in meine Raumschiffe. Ich laufe zu Fuß mit Maus und Tastatur. Sobald ich in ein Auto oder ein Motorrad einsteige, also sei es ein Drake Dragonfly, sei es ein Cyclone, wechselt zum Controller. Das hat sich bei mir einfach eingebürgert. Gefahren wird mit Controller. Dann haben wir so eine leicht gummierte Oberfläche. Na, wobei, ich glaube, die haben sie reduziert, die Gummierung. Gut, kann natürlich auch sein, dass der hier einfach schon alt und schmutzig ist und da hier eine Schicht drüber ist, deswegen ist er so gummig. ja. Ja. Gut, ich weiß halt nicht, ob das so wirklich die Gummierung ist, die da einfach nachgibt, weil das habe ich. Das Ding habe ich tatsächlich hier auch. Wenn ich hier dran schabe, ich glaube, da wird einfach die Gummierung alt und lässt nach. Ich glaube, der Controller hat das Problem tatsächlich auch so langsam. Auf jeden Fall haben wir hier eine ganz, ganz dünne Gummierung, wodurch er nicht so rutscht. Ich muss allerdings zugeben, sie haben sie reduziert, definitiv. Hier rutsche ich deutlich weniger als hier. Moment. Ja, ich glaube wirklich, sie haben die Gummierung. Wahrscheinlich hier komplett entfernt. Deswegen ist er auch ein bisschen mehr grau als der. Der hier ist schwärzer. Okay, okay. Also beim alten Modell war wirklich eine Gummischicht drum, die das Abrutschen ein bisschen verhindert hat. Der hier hat das offenbar nicht mehr so. Sieht man halt auch an der Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera seht. Dass der hier ein bisschen dunkler ist, mehr schwarz. Gummi ist halt mehr schwarz. Aber vielleicht ist er einfach nur Schmutzschicht. Kann auch sein. Ja. Ansonsten ist halt alles Plastik.
Das muss man halt sehen. Für einen 30er kann man nicht was weiß ich was erwarten. Wobei so Controller eigentlich immer Plastik sind. Es ist allerdings jetzt auch nicht wirklich billig. Ihr seht schon, da bewegt sich gar nichts. Er hat Vibrationen drin. Kann ich ja vielleicht sogar zeigen. Genau, ich kann das Innenleben kurz zeigen. Und ja, dafür mache ich jetzt nicht den neuen auf. Er dürfte innen drin ja wirklich relativ gleich sein. Ja, ich habe den Controller auch. Also, ne? Es ist nicht so, dass das schwierig wäre. Na, ich halte schon mal, dass ich hier den rechten, der schlimm hat. Eben weil ich viel außen gedrückt habe, das habe ich auch gemacht, dass vielleicht irgendwas repariert, da feststellst, der Punkt außen oder innen ist, würde ich erzählen. Außerdem habe ich mir angewöhnt, eher innen zu drücken als außen. Oh, habe ich alle erwischt? Ja, ich glaube nicht alle ganz. Irgendeine Schraube ist nicht ganz gelöst. Ach so, jetzt. Huch. Ah, hier seht ihr, das ist alles. Mehr ist das hier nicht. Und wenn man sich jetzt hier den Stick hier ansieht, hier dieser Knubbel hier, der drückt. Also wirklich ganz hier innen. Und das ist halt natürlich, ja, nicht ganz leicht zu drücken, wenn man eher außen drückt, ne? Deswegen möglichst innen drücken. Ja, hier sieht man es auch. Da ist der Knopf. Ist etwas blöd gemacht tatsächlich. Hier haben wir die Vibration. Da. Ja. Für die, die noch nie einen offenen Controller gesehen haben, so sieht er aus, zumindest ein billiger. Ich könnte natürlich jetzt auch noch ganz rausnehmen. Allerdings. Na, ich glaube, das lasse ich erstmal. Irgendwo hängt er. Ich will ihn jetzt nicht kaputt machen, weil ich will den trotzdem noch als Reserve haben. Falls der da hier irgendwie kaputt geht, der neue, habe ich den noch. Oder als zwei Controller, damit man hier Couch-Koop machen kann. Für sowas hat der natürlich noch seine Funktionalität, seinen Nutzen. Auch wenn der linke Stick ein bisschen schleift. Im Großen und Ganzen funktioniert es. Vor allem, wenn man weiß, dass er es tut, kann man dem auch ein bisschen entgegenwirken. Ist also jetzt keine allzu große Sache. Es ist nur, vor allem wenn man jetzt in GTA Roleplay Polizist ist und man dann eine Verfolgungsjagd hat, ein bisschen blöd, wenn dann in der Verfolgungsjagd der Wagen einfach meint, nö, ich will jetzt nicht um die Ecke. Ach, ich mach den nachher wieder zu. Und deswegen ein neuer Controller. Grundsätzlich kann ich ihn wirklich empfehlen. Er ist griffig, die Knöpfe sind wertig. Natürlich nicht wertig, wie wenn man einen 100er oder so zahlen würde oder noch mehr. Aber sie sind wertig, der Controller selbst ist stabil. Hier ist er geriffelt, das hat er immer noch, um einen besseren Grip zu erzeugen. Größe. Könnt ihr euch selbst ein Urteil machen und ein Urteil fällen. Er hat keine speziellen Sonderfunktionen, hat er wirklich das klassische PlayStation-Bild, die beiden Thumbsticks, A, B, X, Y, ist halt PC des Xbox, aber ja. Ansonsten aber, was ist es? Kreuz, Dreieck, Kreis, Viereck? Glaube ich. Das Steuerkreuz, welche Buttons, rechte Trigger und hier könnte man, glaube ich,
Noch ein Profil ändern? Okay, das weiß ich gar nicht, habe ich noch nie benutzt. Hat, glaube ich, auch bei mir nichts gemacht, als ich mal gewechselt habe. I don't know. Und da hier natürlich der Home-Button. Aber ansonsten, ja. Und das Ganze wirklich nur für 30 Franken. Kann man nicht meckern. Gut, damit wäre es das gewesen von mir. Die Verpackung, wie gesagt, die fällt meinem Schwert zum Opfer. Ich werde die alte behalten, werde den alten Controller dann in die alte reinlegen zum Lagern. Was eben genau so eine Sache ist, lagern. Du kannst den neuen nicht. Hier kannst du es wirklich schön lagern. Aber den hier, den behalte ich. Da kommt der alte Controller dann auch direkt rein. Haha, nice. Gut. Ja. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder einen funktionierenden Controller habe. Und ja. Gut. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denne. Und mögen die Controller mit euch sein.